Hallo, guten Abend, hören Sie mich? Ja, wer ist denn da? Sind Sie Robin Ries, ist mein Name, ich grüße Sie. Ja. Ich suche nach dem... Ja, grüße Sie nochmal. Ich suche nach dem Herrn Bankier Digokan. Ja, einen Moment bitte. Okay. Hallo? Shalom Aleikum. Hallo? Ja, grüße Sie. Sprechen Sie auch Deutsch? Ja, wer ist da? Ja, Robin Ries. Robin Ries ist mein Name. Ich grüße Sie. Wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend. Es ist eine Freude, Kennenlernung zu machen. Auch telefonisch, ja? Ja, ja, natürlich. Nein, natürlich. Gut. So, Herr, Sie haben sich angemeldet. Also, ich bin ein Kontomanager bei der Firma Promarkets Group. Und ich rufe Sie kurz an bezüglich dieser Anmeldung, die Sie hier bei uns gemacht haben. Können Sie sich daran erinnern? Das war heute. Bei mit dem Bitcoin-Ding, ja? Genau. Genau. Ja, ja. Genau. Und deswegen rufe ich Sie an, eigentlich als Account Manager, damit wir auch mit Ihnen starten können. Oh. So, ich habe Interesse gezeigt, mit den kryptischen Währungen zu handeln und ich bin dabei, Ihnen zu helfen. Ja. Genau. So, darf ich bitte wissen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen am Finanzmarkt? Also bis zu diesem Moment mit sowas haben Sie gehandelt? Nein, nicht bei mal gucken, aber keine machen. Also ich habe nur geguckt, ein bisschen Informationen gesammelt vielleicht, aber nie ausgetestet, so selber. Ja, immer nur gucken und probieren, aber nicht verstehen, okay? Nicht verstehen, gut, das ist in Ordnung. Sie brauchen auch nicht zu verstehen, Sie sind hier richtig gelandet. Wir sind der offizielle Anbieter dieser Bitcoin-Software. Die Software, die wir selber entwickelt haben nur die Jahre, und unser ganzes System, das was wir als Unternehmen ausgedacht haben, ist passend sogar für Leute wie Sie, die überhaupt keine Erfahrung haben. Chef von Bitcoin, ja? Ja, genau. Oh. Und ungefähr 80% unserer Kunden, die Kunden, mit denen wir arbeiten, die sind genauso wie Sie. Die haben genauso wie Sie angefangen, ohne zu wissen, ohne zu verstehen, und alle von denen handeln. Die alle handeln, die profitieren, und das ist hier bei uns möglich. Sie werden auch verstehen, wie. Ja, wie denn? Nur bevor ich mit den Erklärungen vorfahre, darf ich bitte wissen, sind Sie über 18 Jahre alt? Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, schon lange. Okay, und wie alt sind Sie genau, falls ich fragen darf? Ich bin 36. 36? Ja. Also 36, also Sie sind jung. Okay, ein schönes Alter am Finanzmarkt von der Wiese werden. Wie alt bitte du, meine Bruder? Ich persönlich, 27. Ja, du hörst dich an wie 45. Wie viel? 45. 45? Ja. Okay, ich nehme das als Kompliment an, okay. Ich will kaufen, ich will es selber machen, ja? Sie werden gar nichts kaufen. Ich werde Ihnen erklären. Sie kaufen hier gar nichts. Ja? Ja. Ich werde Ihnen erklären. Ich wollte nur wissen, dass Sie über 18 sind. Ja. Gut, und Sie sind auch berufstätig, glaube ich. Ja, wir haben Ziegefarm, ja? Sie haben wie? Ziegefarm. Ziegefarm? Ziegefarm. Ziegefarm, was ist das? Ziegenfarm, für Ziege züchten. Gut, und das ist Ihr Beruf? Sprich du Englisch, meine Bruder? Englisch, ja. Sagen Sie auf Englisch. We have goat farm, okay? Goat farm. Ah, goat farm. Goat farm, farm. Goat farm. A farm for goats. A farm for the goat, right. For the goats. Ach so, okay. Jetzt habe ich verstanden. Ja, verstanden. Wie nennt man? Ja. Wie nennt man das auf Deutsch? Ziegenfarm. Ziegenfarm. Ja, Ziege. Ja. Ziege ist goat und farm ist farm. Ziege ist Gott und Farm ist Farm. Okay, gut. Ja, das Wort Ziege, ja, höre ich zum ersten Mal auf Deutsch, ehrlich zu sein. Okay, gut. Und wie läuft es jetzt mit der Corona? Also, ich habe meinen Farm, ja, und die Corona? Was hat, ja, also Ziegebock, fast keine Wirkung, glaube ich. Ziegebock, kein Corona bekommen, ja. Wir sehr viel Ziegebock kein verkaufen. Ah, du so. Schiffe nichts von China kommen, den Schiffe nichts von Amerikanern kommen und viele Leute, die Ziegebock kaufen. Das ist gut, das ist gut. Und deine Firma auch gut? Ja, unsere Firma ist gut. Eigentlich im Moment mit der Corona immer mehr Leute, die investieren in den kritischen Währungen, nicht nur bei den Bitcoin. Und
das bringt uns die Profiten. Und mal bei deiner genau. Firma kann man den Bitcoin kaufen, ja? Nee, nie genau. Warum nicht? Nie genau. So, wir verkaufen gar nichts. Ich werde Ihnen erklären, was Sie genau als Kunde hier bei uns bekommen. Ja, aber ich muss so, Bitcoin, will ich die Bitcoin haben, ja? Weil wir haben ein Hochzeiten von meinem Bruder, wir schon bei Waldfahren direkt Wildschweine nehmen, aber wir wollen für Hochzeittisch, bei den Decoration, wollen wir 30, 40 Bitcoin drauflegen, sodass jeder Gast von Familie kann eine nehmen, ja? Verstehst du? Also, Sie wollen diese ausgeben, die Bitcoins? Ja, Bitcoin geben, bei Familie geben. Ja, der Familie. Okay, das hab ich verstanden, weil Sie wissen, wie hoch der Preis eines Stücks ist, ja? Das ein Stück von der Bitcoin ist fast 50.000 kostet. Hey, bei Amazon gucken, da kann du so zu 3 Euro kosten. Wie viel Euro? 3 Europa. 3 Euro? 3 Europa. 3 Euro wofür? Für ein Stück? Für ein Stück. Für ein Stück von den Bitcoins? Ja, ja. Und da kann man den bei ein Family geben. Ach so, also Sie meinen eine ganz, ganz kleine Prozentzahl der Familie zu geben? Nein, ein Münzen, right? Eine Coin, Münze, okay. Wird bei Torte drauflegen, für Hochzeit machen und dann jeder kann so einen Bitcoin nehmen und bei Bank bringen. Bei Bank bringen, okay. Aber nee, Sekunde. Bitcoin, Sie wissen, dass das virtuell ist. Ja, aber ich will den bei einem Münze haben. Und bei den Sparscheinen von meinen Sonnenbein stecken. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Also Sie wollen nicht die reale Währung kaufen, aber nur die Münze. Nur eine Bitcoin-Münze für 3 Euro für die Hochzeit. Ja, aber das ist sehr wichtig. Das ist was denn mit der Edelstahl oder Kupfer sein, weil den Ziegebock, den sind allergisch gegen Gold, Silber, okay? Und Platin. Ja, jetzt habe ich verstanden. Wissen Sie, was wir genau machen? Also wir verkaufen keine Währungen, wir verkaufen keine Münzen. Was wir machen, wir spekulieren mit den Preisen. Wir sind Traders. Unser Unternehmen beschäftigt sich professionell am Finanz... Traders. Wir traden. Okay. Ich habe yes, Playboy exactly. verstanden. Yes. Bist du Playboy oder, exactly. oder Gayboy? Nee, ich bin kein Gayboy. Wir sind Traders. Ja, das ist sehr gut. Woher kommt mein Bruder? We are trading on a financial market. Yeah, where are you from, my brother? Where are you from? Me personally, from Estonia. Estonia? Oh, okay. Do you like the Russian people? The Russian people? Right. Yeah, why not? They're fine. Okay. They're fine, I would say so. They're fine. Not very a big lover of the Russian... Yeah. Okay, so... I mean, they're alright. Wie viel Bitcoin kann du bei meine bringen? Ich brauche 30 Stück. Welche Bitcoins, meinen Sie? Na, den guten Bitcoin, bei Kupfer, okay? Kupfer. Bei Kupfer, aber Sie möchten nur die Münze haben, oder wie? Ja. Weil wir, das was wir machen, wir handeln am Finanzmarkt. Ja, und das machen wir ja machen. Ich will die Bitcoin haben und Dogecoin auch haben. Dogecoin auch. Ich habe über Dogecoin gehört. Ja, bei Internet gucken, alle Dogecoin. Genau, von Elon Musk. Ich will 300 kaufen. Genau, das ist eigentlich sehr, sehr profitabel momentan, weil die Währung noch ganz, ganz niedrig kostet, also der Preis der Währung ist ganz, ganz niedrig momentan. Das aber laut Elon Musk wird nach oben gehen in den nächsten ein paar Monaten, sagen wir, okay, nächsten Jahr. Wie seine Rakete aber nach kann oben sehr, sehr profitabel sein. Ist die rote Rakete oder die blaue Rakete bei den Elon? Ich meine den Dogecoin, weil Dogecoin... Das ist, ja, er hat den Dogecoin eigentlich, er hat das gekauft. Hat das selber gekauft, die ganze Währung. Ja, der alle kaufen, der Monopol machen. Genau. Er strebt nach einem Monopol zu haben. Mit dieser. Und das kann sehr, sehr profitabel sein. Ja, und was wir machen, lass mich kurz erklären, was wir hier anbieten. Sie haben hier bei uns mit dieser Anmeldung bei ProMarkets Group. ProMarkets, das ist der Name der Firma, ja? Ja, also das und hat nichts zu tun mit Edeka Market, ja? Nee, ProMarkets. Oh, okay. Aber du nicht von Edeka anrufen?
Nee. Ich bin ein Kontomanager bei Pro Markets Group. Oh, okay. Pro Markets Group, das ist der Name unseres Unternehmens. Ja? Okay. Und was wir eigentlich anbieten, wie gesagt, unsere ganze Plattform ist geeignet für Leute wie Sie. Sie haben überhaupt keine Erfahrung und wir sind daran gewöhnt, mit den Kunden zu arbeiten, die überhaupt keine Erfahrung, kein Wissen haben. Mit Hunden? Ja? Ja, mit Kunden, nee, mit Kunden, mit Kunden. So. Ich denke, du sagst, du mit Hunden arbeiten. Nee, mit Kunden, mit Kunden. Wir haben, wir haben mehr als 1 Million Kunden, also der ganzen Europa. Okay. Wir arbeiten mit deutschsprachigen Kunden, mit englischsprachigen Kunden auch. Kunden? Spielt überhaupt keine Rolle. Kunden, Kunden, ja. Und wie das eigentlich möglich ist. Von unserer Seite kriegen Sie eine professionelle Unterstützung. Okay? Eine Unterstützung im Angesicht eines unserer erfahrenen Finanzexperten. Der Experte, der ist eine Person, die schon mehr als 10 Jahre als Erfahrung am Finanzmarkt hat. No. Nur im Kryptobereich. Nur mit den Bitcoins. Ja? Das ist so gut, deswegen, meine Bruder. Du mir mehr erzählen. Wie bitte? Du mir mehr erzählen. Soll ich einen Schussel bei deinem Kopf draufsetzen, okay? Was werden Sie da aufsetzen? Ich sage, du musst mir mehr erzählen. Ja, ich werde Ihnen mehr erzählen. Ich erzähle Ihnen mehr. Ja, weil unsere Experte wird... Weil ich muss Essen für meine Katze kaufen. Was wollen Sie kaufen? Essen für die Katze. Essen für die Katzen? Für die Katze, die haben. Ja, die Katze muss essen, ja. Die Katze muss essen, auf allen Fällen. Ja, was soll man der Katze geben? Soll man der einen Fisch geben? Katze... Ja, zum Beispiel. Ja, okay. Kannst du die Katze hören, den schreien gerade? Nee. Wie viele Katzen haben Sie? 3 Stück. 3 Stück? Ja. Jeder eine haben. Weil du mit meinem Kumpel sprechen, der eine Katze haben, ich eine Katze haben und hier so eine komische Frau wohnen, die auch eine Katze haben. Mag du die Katze? Oder mag du die Hühner? Die Hunden. Kann du wie ein Hund machen? Geräusche machen wie ein Hund? Nee, kann ich nicht. Miau, miau. Kannst du die Katze hören? Yes. Gut, sehr gut. Magst du meine Katze? Meine Katze heißt Leckerhühnchen. Kannst du den Namen sagen? Welchen Namen? Leckerhühnchen. Leckerhühnchen. Ja, das ist der Name von meiner Katze. Leckerhühnchen. Ja, Leckerhühnchen. Ich habe einen solchen Namen der Katzen gegeben. Ja, weil die immer Hühnchen fressen, okay? Und darum die Leckerhühnchen heißen. Leckerhühnchen, ja, verstanden. Sehr okay, gut. Lassen wir kurz die Katze zur Seite, okay? So, ich glaube, dass wir hier sind, Geld zu verdienen. Ja, oder? Auf jeden Fall, mit denen immer Geld gedienen. Immer Geld gewinnen, genau. Und aus diesem Grunde gesagt, werden Sie mit diesem Experten zusammenarbeiten. Er wird dann für Sie handeln. Name? Sie werden... Das weiß ich noch nicht. Warum nicht? Ja, wir haben deine Kollege. Du musst wissen, wie deine Kollegen heißen. Nee, ich bin der Account Manager. Sie werden mit einem Senior Account Manager. Oh, ja. Aber ich will mit dir reden. Du bist ein sehr junger Mann. Sehr netter junger Mann. Mit mir? Ich bin aber selber kein Experte. Das ist ja egal. Wir zusammen lernen. Sie brauchen... Okay? Wir werden zusammen lernen, wir werden das schaffen. Bin ich mir nicht so sicher, das ist kein Teil meiner Job hier. Sag mir, wo ist deine Firma? Du sehr komische Telefonnummer haben. Ja, Sie müssen eine deutsche Telefonnummer sehen. Ja, ich persönlich bin momentan in Deutschland. Ja, aber wo? Aber die Firma ist in England lokalisiert. Und wo bist du bei Deutschland? In Hamburg. Wo in Hamburg? Welcher Stadtteil? Wie bitte? Welcher Stadtteil von Hamburg du wohnen, meine Bruder? Ich wohne nicht in Hamburg. Hier ist das deutsche Büro, das mit den deutschsprachigen, also mit den Agenten, mit den Kundenberater, die Deutsch reden, die auch mit den deutschsprachigen Kunden arbeiten. Ja. Wir sind hier in diesem Büro in Hamburg. Du bitte nicht in Hamburg? Hallo? 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 Ah, da bist ja, du wieder. Noch. Ja, wo bist du gegangen? Die Verbindung... Wie bitte?
Nee, ich war hier, die Verbindung war ein bisschen weg. Du bist nicht in Hamburg? Nee, ich bin. Ja, wo bist du denn? Ich bin. Sie wollen die Straßennummer haben, oder wie? Ja, wo? Königstraße 13, das ist die Straßennummer. Aber bist du in Hamburg, ja? Ja. Ja, das ist sehr gut. Aber die Firma selber ist in England lokalisiert. In England? Okay, sehr gut. England genau. Immer sehr gut. England ist gut. Ja. God save the Queen, right? God save the Queen, ja. Right. Rule Britannia. Ja. Oh, oh, und Sie, wo kommen Sie her persönlich? Indien. Kommen Sie aus Indien? Ja, ich wusste das schon. Sehr gut. Ja. Wir wohnen in Kalkutta. Ja. Wo? Kalkutta. Kalkutta? Kalkutta. Kalkutta, wo ist das? Bombay. Bangalore, ich glaube bei Englisch Bangalore sagen. Du kennst Bangalore? Bangalore, right? Ja. Bangalore, India. Okay, aber momentan sind sie nicht in Deutschland, oder? Nein, wir sind India. Ich bin von India. Ja, sie kommen von innen, aber sie benutzen diese deutschen Rufnummer. Ja, ich bei Deutschland leben. Genau, sie leben in Deutschland. Genau, ja. Das war meine Frage. Also sie kommen aus Indien, aber sie leben in Deutschland. Ja, sie wohnen in Deutschland. Ja, right, richtig. Sehr gut, Mann. Genau. Du bist sehr schnell verstanden. So, sag mir, was kann man bei deiner Gebrauche den Bitcoin haben? Mit ja, ich, ja, genau. Also Sie haben hier bei uns ein Handelskonto, okay? Sie haben das Handelskonto. Das Handelskonto muss erstmal aktiviert werden. Wir machen es zusammen. Wir müssen das Konto aktivieren. Ja. Und das machen wir, wenn wir das Konto aufladen. Ja, weil du jetzt ist wir immer den Problem, weil der Vodafone hat Computerleitung kaputt machen. Muss man gute Internet haben für Handel machen? Reichen 6 Mbit oder muss man mehr haben? Nee, sie brauchen das nicht. War der Experte, wie gesagt, der Experte wird auch, dass sie das Ganze machen. Sie werden es verfolgen. Ja. Verstehen Sie? Ja, also sie werden es verfolgen, alle offenen Positionen. Ja. Sie werden den Überblick behalten, damit sie feststellen können, ob sie mit den erreichten Profiten zufrieden sind. Das ist ihre Arbeit hier. Ja, und jetzt schon mal zu, weil du bei 3 Tagen einen Anruf kriegen von Electronic Börsenamt, ich für 600 Euro eine Lizenz kaufen für Bitcoin-Handel, muss ich dir Lizenznummer geben? Welche Lizenznummer? Von Elektronische Börsenamt. Von elektronischen was? Elektronische Börsenamt. Von elektronischen Börsenamt? Nee, sie benutzen unsere Plattform. Wir haben eine eigene Plattform. Ja, aber ich eine Lizenz von denen kaufen. Das ist ja hochoffizielle Amt von Bundesrepublik von Angela Merkel. Und ich eine Lizenznummer haben. Brauchst du Lizenznummer? Nee, ich brauche keine Lizenznummer. Die Lizenznummer ist 00 WC frisch, okay? Und der Lizenznummer ist wie? 00 Bindestrich? Ja. Wilhelm? Cesar? Und dann Friedrich? Ja. Rickard? Emil? Siegfried? Heinrich? 00 WC frisch, okay? WC frisch? Ja. Also habe überhaupt keine Idee, was für eine Nummer ist. Diese Lizenznummer. Das ist die Lizenznummer vom Elektronischen Börseamt. Ich habe gesprochen mit, das war Chef Senior Manager Mimon Baraka. Das ist eine was Kumpel. Haben Sie? Das ist von Marokko, okay? Mimon Baraka, das ist Sheriff im Riff gewesen. Okay, was haben Sie genau da gemacht? Wie gesagt, wir haben diese Plattform, auf der Sie waren, auf der Sie sich angemeldet haben. Das ist unsere eigene Plattform. Ja? Ja, mit der Software, mit unseren Software, die wir selber entwickelt haben. Ja, hast du auch Hardware? Hast du auch Hardware alles oder nur Software? Wie bitte? Hast du auch Software nur oder auch Hardware haben? Wir haben Software-Spezialisten, IT-Spezialisten, die hier um das Ganze sich kümmern. Ja, aber ich muss ja auch Hardware haben. Aber Bitcoin, ich brauche Hardware für Bitcoin-Mining, ja? Nee, wir meinen keine Kryptocurrencies. Ich habe mich falsch verstanden. Sekunde. Nee, wir meinen keine Bitcoins. Malen? Nee, ja, Mining. Das, was wir machen. Ich will den nicht anmalen. Wir nicht meinen. We are not mining Cryptocurrencies here.
Ja, okay. Okay, we are trading or speculating with the prices of the cryptocurrencies. Hallo? Hallo? Haben Sie mich jetzt verstanden? Hey, hörst du mir? Ja. Hier ist Dimitri. Kollege hat nicht verstanden. Was soll er machen? Hallo? Aufgelegt, der Blä. Es ist unglaublich, diese Idioten. Das wollte er mit einem Russen, wollte er nicht reden.